Moin Leute, jetzt zur kalten Jahreszeit wird es wieder Zeit für die Trockentauchhandschuhe. Aber wenn ihr kein Freund seid von Trockentauchhandschuhen und wollt lieber mit euren Nasshandschuhen tauchen, habe ich den perfekten Tipp, wie die Finger warm bleiben. Los geht's! Ja, ich tauche am liebsten Nasshandschuhe, gerade für das Gefühl und auch, weil ich sie lieber mag als das ganze Gefummel mit den Trockentauchhandschuhen. Ihr kennt das ja aus meinem alten Video, Trockentauchhandschuhe anziehen, aber trotzdem tauche ich am liebsten weiterhin nass. Und dazu gibt es eine ziemlich coole Lösung, solche Überziehmanschetten und auch Unterziehmanschetten. Wie funktioniert das Ganze? Ihr zieht ganz normal euren Trockentauchanzug an und dann, wenn ihr die Manschette anhabt, gibt es dieses Stulpensystem, was ihr hier drüber ziehen könnt, wenn ihr möchtet. Und jetzt könnt ihr hier Glattneopren und Glattneopren einmal umstulpen, weil dann dichtet das perfekt auf der Manschette ab, die ihr jetzt bei eurem Trocki habt. Dadurch schon mal hier nochmal wärmer, gerade am Handgelenk, wo auch die Durchblutung sehr hoch ist. Dann zieht ihr euren Handschuh an. Und jetzt habt ihr den großen Vorteil, jetzt dichtet dieser Handschuh optimal auf eurem Glattneoprenbereich auf. Wenn ihr jetzt einen Handschuh habt, der auch hier innen Glattneopren habt, ist wieder Glattneopren auf Glattneopren und das Ganze dichtet auf der Manschette vom Trocki ab. Und jetzt ganz zum Schluss einfach noch diese hier drüber. Das ist sozusagen Zwiebellook-Technik. Kennt ihr auch schon vom Dings, von eurem Trocki und der Ziehwäsche. Und dann kommt die hier drüber. Zack. Und das Ganze dichtet jetzt optimal ab. Und ist super warm und ihr habt trotzdem noch eure Nasshandschuhe. Die meiste Zeit tauche ich nur diese Stulpen drüber und habe diese Unterstulpe nicht dran. Aber gerade wenn es richtig kalt ist, dann noch die Unterstulpe drunter. Aber sonst ein ziemlich cooles System. Ich packe es euch wieder unten in die Beschreibung, wo ihr das Ganze bestellen könnt. Und jetzt hoffe ich doch, dass ihr uns bald mal wieder ein Like da lässt. Bis das nächste Mal. Ciao.